Nächster Punkt wäre die plötzliche Fixierung. Also es wird ein Körper, der sich translatorisch bewegt, plötzlich an einer Stelle fixiert und geht in eine Drehbewegung über. Also die plötzliche Fixierung ist ein Übergang einer Translationsbewegung. Übergang, Translation. In eine Rotation. Durch plötzliche Fixierung. Plötzlich, also unter Anführungszeichen. Also wenn man etwa wie einen Körper hat, ein Rechteck, das auf einer vollkommen glatten Unterlage sich nach rechts bewegt und jetzt plötzlich an eine Hindernis, an eine Stufe kommt. Das ist der Schwerpunkt S. Geschwindigkeit ist V0. Der Körper, Masse M, Geschwindigkeit V0, trifft auf eine Stufe. Und wir stellen uns vor, dass er an der Stufe jetzt hängen bleibt, plötzlich fixiert wird. Das ist der Punkt A, dort ist die Stufe A. Wir denken uns den Punkt nun als, plötzlich als Drehpunkt eingeführt. A wird zum Drehpunkt. So als ob da jetzt plötzlich ein Gelenk einschnappen würde und jetzt von da weg geht das über in eine Drehbewegung. Also Translation heißt ja, dass jeder Punkt des Körpers dieselbe Geschwindigkeit hat, V0. Und wenn diese Bewegung in eine Drehung um A übergeht, dann ist in derselben Ausgangslage noch, müsste ja jetzt auf einmal, wenn ich zum Beispiel entlang dieses Durchmessers da die Geschwindigkeiten auftrage, weil das jetzt ein Drehpunkt ist, Gelenk, die Geschwindigkeiten müssen jetzt plötzlich so ausschauen. Also jeder Punkt hat jetzt eine Geschwindigkeit entsprechend seinem Abstand vom Drehpunkt A. Ja. Also so etwas nennt man Translation, nicht? Das ist eine reine Translation, jeder Punkt hat gleiche Geschwindigkeit und das ist dann Übergang in die Drehung. Und wenn man das weiter anschaut, dann beginnt es ja, das ist quasi jetzt der Stoßvorgang, nicht? Durch den Stoßimpuls, da hier unten, nicht? Wird ja, sagen wir, der Stoßimpuls hat zwei Richtungen, weil er muss ja in die Richtung gehoben werden, nicht? Das sind jetzt ein FA. X, ein FAZ oder FAY, sagen wir, tritt da auf und wenn der ganze Geschwindigkeitszustand wird im Stoß umgebaut, von diesem gleichförmigen in den drehenden Geschwindigkeitszustand. Und wenn das geschehen ist, dann wird ja von da weg die Drehbewegung einsetzen und das heißt, der Körper beginnt da eine Drehbewegung phi. Und da weg ist also die Drehbewegung zu rechnen. Das ist der Drehwinkel phi, sagen wir. Und da hebt es den ganzen Körper dann hinauf. Also das ist das im Grunde das Problem. Es rutscht etwas gegen eine Kante, bleibt dort hängen und
beginnt eine Drehbewegung. Nun, bitte? Ja, das leuchtet. Ja. Und da auch. Ja, weg. Sie sehen, die einzige Kraft tritt in A auf. Die einzige Stoßkraft tritt in A auf. Eigengewicht, mg, das spielt keine Rolle im Stoß, haben wir gesagt. Das heißt, Stoßkräfte nur in A. Wenn ich daher den Drahsatz um A verwende, Impulsmomentensatz um A verwende, dann sind keine äußeren Kräfte vorhanden. Das heißt, das Impulsmoment bezüglich A muss erhalten werden. Immer dann, wir haben ja gesagt, die Änderung des Dralls ist gleich dem Moment der Kräfte. Also, so wie beim Impulsmoment bezüglich A bleibt erhalten, weil die Kräfte ja nur in A auftreten. Stoßkraft nur in A, daher Impulsmoment um A bleibt erhalten. Das ist das LA vorher, vor dem Stoß. Da sehen Sie, jedes Massenelement hat ein V0, dmV0, und der Abstand ist halt diese Y-Koordinate. Und wenn man da alles zusammennimmt, dann ist es so, als würde im Schwerpunkt, wenn wir die ganze Höhe mit H bezeichnen, im Schwerpunkt das mV0 sein, der Impuls, und der dreht dann um A mit dem Hebel am H-halbe. Also genau genommen ist es natürlich das Integral aller dm V0 mal Y, kann es hinschreiben, dm mal V0 ist das der elementare Impuls eines Elementchens dm im Abstand Y. Dann ist das Moment Y. Das V0 ist aber konstant, also habe ich nur Y dm. Das Integral y dm ist aber das ys mal m. Und das ys ist ja das h halbe. Also bei einem, sagen wir, bei einem homogenen Körper, nicht? Dann heißt das v0 mal h halbe m. Also m mal v0 h halbe. Bei der Drehbewegung la nachher, habe ich eine Drehbewegung. Da haben wir gesagt, eigentlich ist es das dm mal r phi Punkt mal r. Also ist es das Integral r Quadrat dm, wobei das dm ist ja da, das ist das r, das ist ein dm. Und Sie sehen, ich muss also einfach das hier als Theta a einführen, mal phi Punkt. Dann habe ich das Impulsmoment. Und die Geschwindigkeit phi Punkt nenne ich 1, das ist die Drehgeschwindigkeit nach der Umformung sozusagen des gesamten Geschwindigkeitszustandes. Also Theta A mal phi Punkt 1. Und wenn LA vor gleich LA nach ist, weil der Drall erhalten bleiben muss, weil ja keinerlei Kräfte da sind, die ein Moment ergeben, das den Drall ändern würde, dann heißt das Theta A, ich drehe es jetzt natürlich um, weil ich Phi Punkt 1 ausrechnen will, ist gleich M V0 H halbe. Und damit ist Phi Punkt 1 gleich M durch Theta A mal h halbe mal v0. Und das ist damit die Drehgeschwindigkeit am Anfang, unmittelbar nach dem Stoß bekannt. Das ist Drehgeschwindigkeit, das ist dieses phi Punkt 1 nach dem Stoß.
Das ist aber jetzt die Anfangsgeschwindigkeit. Für die Drehbewegung. Und jetzt wollen wir etwa ausrechnen die Drehbewegung. Wie schaut das aus? Wie groß ist die Geschwindigkeit im Winkel Phi? Dann hätte ich da einen Phi-Punkt halt. Und da ist meine Masse mg, mein Gewicht im Schwerpunkt. Und mit dieser Anfangsbedingung rechnen wir jetzt die Drehbewegung um a aus. Nein. Witzig. Das ist immer so recht, ja. So. Also, Drehbewegung nach dem Stoß. Da kann ich entweder sagen, jetzt gilt mein Drahlsatz, Theta A, Phi 2 Punkt, ist gleich minus M mal G, es wirkt ja nur die Gewichtskraft um A, M mal G, ich zeichne es dann noch einmal her, irgendeine Lage, da ist mein Punkt A, das ist der Schwerpunkt. Das ist jetzt die Kraft. Habe ich das M groß M oder klein M genannt? Dann bleiben wir bei klein. Das kleine M. MG. Dann nenne ich das vielleicht R. Das nenne ich Alpha. Das ist der Winkel Phi. Also von nun an bewegt sich der Schwerpunkt auf einer Kreisbahn. Dann nach oben und wir sehen, das Moment um A ist ja Kraft mal Normalabstand. Normalabstand ist R mal Cosinus Alpha plus Phi, mg mal R Cosinus Alpha plus Phi. Und weil ja das Phi rechtsdrehend positiv ist, das Phi hat so einen Pfeil, nicht? Und das Moment wirkt aber linksdrehend. Also muss es auf der rechten Seite mit Minus stehen. Wir müssen also immer darauf achten. Alles, was in Richtung Phi dreht, wird auf der rechten Seite positiv sein. Alles, was dagegen dreht, muss negativ sein. Und da könnten wir jetzt integrieren mit Hilfe der zeitfreien Identität. Wenn Sie sich vorstellen, Sie verwenden Phi 2 Punkt ist identisch dem d Phi Punkt Quadrat. Punkt Quadrat durch 2d Phi, dann kann ich das einsetzen, zeitfrei integriert, heißt dA ist mal d Phi Punkt Quadrat halbe, ist gleich minus mg, Trennung der Veränderlichen, Cosinus von Alpha plus Phi, mal d Phi, jetzt das Integral drüber, Theta A Phi Punkt Quadrat halbe, ist gleich, der Cosinus integriert ist Sinus, bleibt also das Minus da stehen, R Sinus Alpha plus Phi plus einer Konstanten C und bei Phi gleich 0, da liegt der rechteckige Körper am Boden auf. Bei Phi gleich 0 ist ja das Phi-Punkt gleich Phi-Punkt 1. Das ist also die Geschwindigkeit nach dem Stoß. Damit folgt, dass C Theta A Phi-Punkt 1 Quadrat halbe plus Phi gleich 0 gesetzt. Da bleibt dann nur der Sinus Alpha. Und das Ergebnis heißt,
Das ist im Grunde jetzt, wie Sie sehen, der Energiesatz. Energie nachher minus Energie vorher, wenn ich das C einsetze, darüber gebe, ist gleich Arbeit. Und die Arbeit ist natürlich negativ, minus MGR mal Klammer, Sinus von Alpha plus Phi minus Sinus von Alpha. Damit ist das Phi-Punkt von Phi ermittelt. Die Drehgeschwindigkeit in jeder Lage. Und genau genommen, mit Hilfe der zeitfreien Gleichung kommt man auf den Energiesatz. Nicht? Die Änderung der kinetischen Energie ist gleich der Arbeit der Kraft, so steht es dann im Endeffekt da. Und die Arbeit ist die Hubarbeit, nicht? Das Heben des Gewichtes aus dem Zustand Alpha in den Zustand Alpha plus Phi. Und die einzige interessante Frage ist jetzt, fällt das Ganze um oder nicht? Wie groß muss V, die Anfangsgeschwindigkeit V0 sein, damit das Ganze, oder wie groß darf V0 höchstens sein, damit das gerade nicht umfällt? Gesucht, also V0 Grenze für Kippen, für, naja, für Überschlag, müsste man sagen, nicht? Für, naja, gut, Überschlag. Das ist gesucht, V0, Grenze für Überschlag. Naja, dann müsste in der höchsten Lage, wenn also der Schwerpunkt genau über A steht, diese Lage sei vielleicht so gezeichnet, ich zeichne es einmal so ein bisschen steil da herauf, oh Gott, dann müsste die Diagonale muss senkrecht sein, ne? Dann sind wir da mit unserem Drehpunkt, das ist S, das heißt, das ist das R und das war unsere Bahn, das ist der Winkel Alpha und das ist sozusagen das Phi Max. Also es müsste bei Phi plus Alpha Phi plus Alpha gleich Pi halbe, Phi plus Alpha gleich Pi halbe, dann ist S über A, lotrecht über A, in der höchsten Lage, dass Phi-Punkt gerade 0 sein. Also ich setze das jetzt da oben ein, Phi-Punkt 0 gesetzt, dann steht minus Theta A, Phi-Punkt 1 Quadrat halbe, ist gleich, das Sinus von Pi halbe ist natürlich 1, ist minus M mal G mal R, R ist klar, das kann ich ausrechnen aus dem Abstand daher, mal 1, minus Sinus Alpha und damit ist die größte Phi 1 bekannt. Jetzt muss ich nochmal schauen, wie das Phi 1 war. Das war M durch Theta A, H halbe V 0. Phi 1 ist aber M durch Theta A, H halbe V 0. Wenn ich das da einsetze, dann steht Phi 1 ist in diesem Fall Phi Punkt. Punkt, Punkt, machen Sie einen Punkt drüber da. So und da auch. Phi Punkt 1 ist gleich Wurzel aus 2mgr durch Theta A mal 1 minus Sinus Alpha. Und das setze ich ist gleich m durch Theta a h halbe v0. Und das heißt, das V0 muss
kleiner oder höchstens gleich für Grenzeüberschlag sein. Naja, da muss man das alles nochmal aufschreiben. 2 Theta A durch M mal H mal Wurzel aus dem langen Zeigter 2 M GR durch Theta A mal 1 minus Sinus Alpha. Also das wäre das Problem der plötzlichen Festhaltung. Es ist klar, je flacher das ist, ja, umso schneller muss es sein, nicht? Je kleiner dieses H halbe ist, nicht? Umso weniger wird das drüber kippen. Und ich habe da zum Beispiel, ja, im Grunde ist es ja genau dasselbe. Wenn ich da nehme diese Aufgabe, irgendein. Bitte, ja, ja. Jetzt nicht? Ja. Die zeitfreie Gleichung, die wir da zur Integration verwenden. Zeitfreie Gleichung ist an sich nur eine Hilfe zum Integrieren. Das Phi2-Punkt, das ist ja dasselbe wie dphi-Punkt nach dt. Die Ableitung, die erste Ableitung, abgeleitet gibt die zweite, nicht? So, das ist ja nur Namensvergebung. Und wenn Sie sich jetzt die Gleichung vorstellen, mit dphi multipliziert, dann steht phi2-Punkt dphi ist gleich dphi-Punkt mal dphi durch dt. Dphi durch dt ist aber das phi-Punkt. Ist also gleich phi-Punkt dphi-Punkt. Und x dx ist aber das d von x Quadrat. Nicht? Wenn Sie x Quadrat differenzieren, dann haben 2x dx sozusagen dazu. Nicht? Und das heißt, dafür kann ich schreiben, das ist das Differential von phi-Punkt Quadrat halbe. Weil den Zweier muss ich ja wieder wegkürzen können. Nicht? Der Zweier kommt als äußere Ableitung runter. Und nun sehen Sie, wenn ich da wieder durch Phi dividiere, dann steht Phi 2 Punkt, also die zweite Ableitung nach der Zeit, ist gleich der Ableitung vom Phi Punkt Quadrat nach dem Weg, dividiert durch 2. Das ist eine Identität. Und gilt ja natürlich für alle Koordinaten. Wenn Sie sagen, Sie wollen x2 Punkt bilden, dann ist x2 Punkt identisch mit dx Punkt Quadrat durch 2 dx. Also Sie haben die Ableitung nach der Zeit und durch die Ableitung nach dem Weg ersetzt. Und das verwendet man also, um direkte Geschwindigkeit zu bekommen. Im Grunde, im Eindimensionalen ist es ja immer bloß der Energiesatz. Wir hätten von Haus aus sagen können, wir rechnen mit dem Energiesatz. Energie nachher minus Energie vorher ist gleich der Arbeit der Gewichtskraft beim Heben. Nicht? MGR Sinus Alpha plus Phi ist dieser Abstand und Sinus Alpha war der ursprüngliche Abstand, also um das ist der Schwerpunkt gehoben worden. Und daher ist das gleich der Arbeit. Und ja, vielleicht rechne ich da diesen Waggon. Das heißt, der Beispiel Waggon gegen Puffer. Einen starren Puffer. Wobei wir dann annehmen, dass im Puffer sozusagen das Ganze drehbar gelagert wird. Drehlager. Bei A, sagen wir,
Standbuffer A, Drehlager bei A. Und wir nehmen an, dass eben der Schwerpunkt oberhalb liegt, S über A, weil sonst steigt er rauf, der Waggon. Und das haben wir jetzt, das fährt da hier, der Waggon fährt auf dem Gleis da, gegen den Puffer wird da sozusagen festgehalten, das ist die Endbarriere sozusagen. Den Schwerpunkt legen wir daher, S, da ist das V0, die Höhe vom S sei das HS, die Masse ist M, dann ist das der Punkt A und die Höhe der Festhaltung ist klein h. Wir halten das jetzt in einer gewissen Höhe fest. Und haben wieder die Dreierhaltung nur zu verwenden, nicht? Weil so haben wir uns nicht für die Größe des Stoßimpulses in A interessiert, nicht? Wir brauchen nur sagen, Kräfte treten nur in A auf. Das heißt, da wird es die Reaktionen geben. In A, das sind die FAX und FAY. Und wenn ich daher um A den Dreisatz anschreibe, dann wird der Drall erhalten bleiben, weil keine äußeren Kräfte da sind, die den Drall ändern. Weil mich ja das MG gar nicht interessiert. Und wenn man das jetzt macht, dann sagen wir wieder, LA vorher ist gleich V0 mal M, das ist der Impuls, und der Hebelarm bezüglich A ist HS minus H. LA nachher, dann nehme ich an, dass hier eine Drehbewegung eintritt, und zwar eine Drehbewegung um A, ich nenne also das SA gleich R und den Winkel, der da auftritt, das ist Alpha, dann wird nach dem Stoß natürlich das Ganze so eine Bewegung haben. Sozusagen, das ist die Geschwindigkeit V1 des Schwerpunkts nach dem Stoß. Vor dem Stoß kommt er so her, nach dem Stoß muss er so schräg weggehen. Das heißt, ich muss nicht nur seine waagrechte Geschwindigkeitskomponente entsprechend verkleinern, von V0 auf dieses V1 Sinus Alpha, sondern ich muss auch in der Y-Richtung eine ordentliche Kraft hinaufgeben, nicht? Dass ich das Ganze dann nach oben beschleunige. Also da treten natürlich in A auch Kräfte in Y-Richtung auf. Und das würde jetzt heißen, das ist Theta A mal Phi Punkt 1. Wenn ich das Theta S kenne, könnte ich natürlich sagen, das ist nach dem steinerschen Satz, ist das Theta A gleich Theta S plus m r Quadrat, Phi Punkt 1. Wenn r der Abstand ist, ja, von s nach a. Und jetzt heißt es, Drallerhaltung ist gleich LA nach, ist gleich LA vor dem Stoß. Drallerhaltung. Ja, sind die nicht parallel? Also, Entschuldigung.
S, sie ist senkrecht zur Zeichenebene, ist die Achse, nicht? Strahlerhaltung ist also angesagt und das bedeutet nun Theta S plus MR Quadrat Phi Punkt 1 ist gleich dem Moment vorher und damit ist Phi Punkt 1 ausgerechnet. Ja, das ist dann M durch Theta S plus MR Quadrat mal V0 mal HS minus A und das kann man natürlich ausrechnen, wie hoch der noch aufsteigen wird über einen Energiesatz. Man könnte ausrechnen, wie groß der Energieverlust ist. Aha. Wenn wir jetzt ausrechnen, Delta T, die Energie, die vorher da war, Energieverlust vielleicht. Das wäre Delta T ist gleich Energie vorher, das war reine Translationsenergie, das ist die Masse mal V0 Quadrat und die Energie nachher heißt, bei der reinen Drehung ist es das Theta A mal Phi Punkt 1 Quadrat halbe. Naja, und das steckt, dieser Energieverlust steckt dann im Grunde natürlich in der Verformung drinnen. Und naja, jetzt ordentlich knittern und eindringen, naja, und knicken vielleicht die. Diese ganze Bodenträger und weiß ich was alles. Ne? Energieverlust, der gibt dann ist gleich der Verformungsarbeit.